willkommen zurück. Flo ist hier, der wird über ein ähnliches Thema reden. Es geht darum, wie hieß es, Computer liebt Umwelt? Fragezeichen, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben alle Hobbys, die cool sind, aber vielleicht auch nicht das Beste für die Umwelt. Und du versuchst uns ein bisschen darüber zu erzählen, wie Netflix, Smartphones und unser ganzes digitale Leben eigentlich sozusagen zusammengeht mit einem klimagerechten Denken. Vielen Dank, dass du hier bist. Flo, deine Bühne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin Flo, studiere Informatik und die Zeit hat es uns gezeigt, heute geht es um Klimakrise, Umweltschutz und jetzt habe ich mich gefragt, was hat das eigentlich mit mir zu tun als Mensch, der gerne codet, der Informatik studiert und bin da auf eine ganze Menge interessante Sachen gestoßen, die ich gerne mit euch heute mal durchgehen will. Zuallererst versuche ich so den Zusammenhang zu ziehen, okay, Code und Nachhaltigkeit, Programmieren, Informatik und Nachhaltigkeit. Was ist überhaupt Nachhaltigkeit? Was sind da so Zusammenhänge, die vielleicht naheliegend sind oder ein bisschen indirekter auch? Dann kratze ich ganz kurz die Bits- und Bäume-Konferenz an und die Forderungen, die da formuliert wurden. Das ist eine super schöne Konferenz im letzten Jahr in meiner Uni. Und am Ende möchte ich euch noch ein paar Tipps mitgeben, ein paar Links, wenn euch das Thema interessiert, wo ihr euch weiter informieren könnt und was ihr konkret machen könnt. Genau. Code und Nachhaltigkeit. Bits und Bäume. Mit Bits und Bäume meine ich jetzt erstmal zwei Communities, also uns, wir, die uns mit Computern gut auskennen, die sich im Internet zu Hause fühlen und die Bäume, die Menschen, die für Umweltschutz kämpfen, die dafür kämpfen, dass unsere Luft gut zum Atmen ist, dass es den Tieren genauso gut geht wie uns. Was haben diese beiden Communities gemeinsam? Kämpfen sie vielleicht für das gleiche Ziel? Ich würde sagen, ja, wir haben beide eine Zukunftsvorstellung, eine Utopie, für die wir kämpfen, die eigentlich gar nicht so verschieden ist. Da haben wir zum einen das Materielle, wir wollen beide einen Planeten, auf dem wir gut leben können, der funktioniert und nicht im Klimakollaps unbewohnbar wird. Und wir haben auch diesen immateriellen Anspruch. Wir wollen eine Gesellschaft haben, in der wir teilhaben können, in der wir nicht am nächsten Tag Angst haben müssen, im Gefängnis zu sitzen, weil wir heute das Falsche in die Suchmaschine eingegeben haben. Genau, wir wollen eine funktionierende Demokratie, wir wollen uns informieren können, wir wollen frei leben. Um das zu erreichen, müssen wir einiges ändern und da steht dieser Begriff Nachhaltigkeit ziemlich zentral. Nachhaltig ist einfach nur, nicht nur an das Heute zu denken, auch an zukünftige Generationen und dabei auch die Umwelt und die Tiere und das Ganze miteinander nicht zu missachten. Da kann man jetzt erstmal so naheliegend sich mit ein paar Punkten beschäftigen. Ein ganz wichtiger ist die Energiewende. Wir haben heutzutage immer noch viel zu viel grauen Strom in unserem Stromnetz. Wir brauchen wesentlich mehr regenerative Energiequellen. Eigentlich brauchen wir 100%, das kann nicht angehen, dass wir immer noch Kohle aus der Erde buddeln, um die dann zu verbrennen. Genau, hier kann Digitalisierung, kann Informatik eine Menge leisten bei der Verteilung von Strom. Was machen wir, wenn wir uns plötzlich nach der Umwelt richten müssen und halt Strom aus Gebieten, wo gerade 3 Wochen lang graue Wolken am Himmel hängen und dort einfach keine Solarenergie gewonnen werden kann. Wie bekommen wir den Strom aus anderen Gebieten von Deutschland dorthin? Wie können wir das verteilen? Wie können wir vielleicht auch den Energieverbrauch dynamisch an die Stromerzeugung anpassen? Da gibt es viele, viele Optionen mit kreativen Lösungen, Gutes zu tun. Wir müssen in den Ressourcen, die wir verbrauchen, einiges ändern. Heutzutage wird unglaublich viel Essen durch ganz Europa auf Lastern gefahren. Wir haben keine besonders CO2-arme Lebensmittelindustrie, da kann sich viel bessern. Da können Transportwege optimiert werden, da können Produktionsprozesse optimiert werden, da können wir auch wieder mit digitalen Mitteln viel Gutes tun. Aber auch die Geräte selber, die wir benutzen, werden nur weniger als die Hälfte überhaupt recycelt. Also über die Hälfte der Geräte, die wir die in den Müll wandern an technischen Geräten, können nicht recycelt werden aktuell. Das ist ein Riesenproblem. Das sind alles Ressourcen, die wir nicht für zukünftige Generationen nutzen können. Die Ressourcen an sich werden auch wieder aus der Erde gebuddelt und häufig herrschen keine besonders guten Bedingungen an den Orten, wo das getan wird.
Es geht also darum, Geräte länger zu benutzen. Und dafür müssen wir sie auch reparieren können. Es gibt für viel zu wenig Geräte Anleitungen im Internet und Ersatzteile. Hier kann sich viel ändern. Und auch dem Stromverbrauch der Geräte, die wir benutzen, kann man noch verbessern. Auch da können wieder können wir selber aktiv werden und unsere Programme, unsere Software optimieren, dafür weniger Strom zu verbrauchen. Ein ganz klares Feld ist Verkehr. Ich meine, wir sind hier in Berlin, die ganze Stadt ist voller Autos, die Luft ist schlecht, da kann sich einiges ändern. Und auch hier könnte man mit digitalen Techniken was tun. Also wir können Mitfahrplattformen bauen, wir können schauen, wie wir es schaffen, verschiedene Verkehrsmittel zu kombinieren, sodass Menschen nicht mehr alleine im Auto sitzen und durch die Stadt fahren. Wir können Verkehrsverläufe optimieren, wir können schauen, wie wir es hinbekommen, dass weniger Autos die Stadt zu parken. Viele Möglichkeiten. Um so ein paar indirektere Zusammenhänge noch zu erwähnen, denn das war ja alles relativ klar und ich bin mir sicher, daran bastelt ihr schon ganz aktiv. Wenn wir uns die globale Situation anschauen, dann ist es immer noch so, dass viele Länder, gerade im globalen Süden, gar keine gute medizinische Infrastruktur haben. Das ist nicht besonders gut, weil ohne medizinische Infrastruktur und ohne das Wissen haben wir dort einen höheren Bevölkerungswachstum und größere Armut, was im Endeffekt, ich meine, let's face it, wir als Menschen sind die größten Klimasünder, auch zu einer schnelleren Erderwärmung führt. Wenn wir es schaffen, diese Länder zu unterstützen, Wissen weiterzugeben, und den Lebensstandard zu erhöhen, dann haben wir auch ein geringeres Bevölkerungswachstum, mehr globale Gerechtigkeit, eine geringere Schere zwischen Arm und Reich. Und im Endeffekt hilft das auch wieder der Klimasituation. An der Stelle kommt dann allerdings unser System ins Spiel, denn viele große Unternehmen im Westen, in Deutschland, auch in den USA profitieren davon, dass diese Situation so ist, wie sie ist in einigen südlicheren Ländern. Und es wird nicht viel besser. Es gibt zwar Menschen, Aktivisten, Whistleblower, Journalisten, die dagegen aktiv sind, aber die können sich wiederum schlechter auf einen funktionierenden Rechtsstaat oder eine gut arbeitende Polizei in diesen Ländern verlassen, die sie schützt gegen Menschen, die dann vielleicht von den Konzernen sind und das wiederum versuchen zu verhindern. Und hier kommen wir ins Spiel. Wir können Plattformen bauen, wir können Verschlüsselungen gut zugänglich machen, wir können die Möglichkeit für Whistleblower einräumen, ihre Erkenntnisse sicher zu veröffentlichen, ohne sich in Gefahr zu bringen. Und so ist irgendwie wieder eine Kette geschlossen zwischen Digitalisierung und unserer Aktivität und im Endeffekt einen guten Output für das Klima und den ganzen Planeten. Das alles fällt unter soziale Nachhaltigkeit. Wie gesagt, funktionierende Verschlüsselung, dass wir eine funktionierende Demokratie haben, dass wir Zugang, dass politische Aktivität transparent ist. All das sind Gebiete, wo wir mithelfen können und auch einen guten Impact haben können. Und zum Abschluss, um diese ganzen Nachhaltigkeiten einmal abzureißen, steht natürlich wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Okay, wie wollen wir wirtschaften? Was heißt das? Wollen wir jetzt kurzfristig auf maximalen Profit oder wollen wir vielleicht uns langfristiger organisieren, Unternehmensstrukturen haben, die Menschen lange unterstützen, einen sicheren Job versprechen und auch Gutes vor Ort tun? Ein schönes Beispiel dafür aus unserer IT-Welt ist vielleicht Public Money, Public Code, die diese Kampagne versucht, öffentliche Gelder in Open Source Software zu investieren und dadurch Unabhängigkeit zum Beispiel von großen Konzernen aus den USA zu bekommen. So können wir unsere Software selber gestalten und wir können uns auch darauf verlassen, dass sie nicht übermorgen abgeschalten wird. Genau. Jetzt haben wir irgendwie eine ganze Menge Punkte angerissen und ich bin mir sicher, ihr habt noch viel mehr im Kopf, an denen ihr gerade selber bastelt. Und ich freue mich schon total auf die Abschlusskundgebung. Das Ding ist, was irgendwie dabei rauskommt, ist, dass aktuell die Situation nicht besonders gut aussieht, was
Digitalisierung und Software angeht. Heutzutage werden Programme und Software häufig eher als Brandbeschleuniger im Klimawandel benutzt. Wir haben Schadsoftware, die Geräte infiziert, wir haben Überwachungssysteme, die Demokratien zerstören, wir haben an vielen Stellen wird Digitalisierung nur dazu benutzt, mehr und mehr Produkte zu generieren, zu verkaufen. Ihr kennt das vielleicht von euren Handys, dann kommt das nächste Software-Update und plötzlich ist euer Handy viel langsamer als vorher. Und obwohl es technisch noch genauso gut funktioniert, ist das sozusagen eine Software-ausgelöste Obsoleszenz. Und das ist auch eine Sache, an der wir arbeiten können und die so nicht sein muss. Wir merken also, Code kann positiv als auch negativ sein und Code ist ein Werkzeug und damit kann man Gutes tun, aber auch eine Menge Schlechtes für den Planeten und uns. Deswegen ist es gut, so einen Wegweiser zu haben, um sich zu orientieren, okay, wie wollen wir Digitalisierung nutzen? Da gab es diese ziemlich coole Konferenz, Bits und Bäume, die ganz viele Akteure zusammengebracht hat aus dem digitalen und aus dem Umweltspektrum. Und die hat verschiedene Forderungen aufgestellt. Ich greife nur mal zwei an. Die allererste ist so der große Wegweiser, der große Bogen, wie wollen wir Digitalisierung einsetzen? Und zwar soll es eine sozial-ökonomische Digitalisierung sein, die uns hilft, die Menschenrechte zu schützen, die Hunger und Armut begrenzen soll, menschenwürdige Arbeit ermöglichen und eben nicht an allererster Stelle Profite einfahren soll. Und der zweite Punkt ist Demokratie. Digitalisierung soll halt nicht auf Kosten von Datenschutz und der Beeinflussung von Menschen passieren, sondern wir müssen das, also Digitalisierung muss eher ein Tool sein, um das zu schützen. Und dabei müssen wir auch ganz klar große Konzerne, große digitale Monopole, wie zum Beispiel Google, ins Auge fassen und schauen, okay, wie verträgt sich das mit der informationalen Selbstbestimmung hier bei uns? Genau, da gibt es noch eine Menge andere Forderungen, aber das sind vielleicht so die zwei, die eine ganz gute Richtung angeben. Und so zum Schluss noch Ideen to go, was ihr machen könnt mit eurem Wissen, denn ihr habt eine Menge Wissen und damit auch Verantwortung. Ihr kennt euch aus und könnt in die Welt gehen und Positives tun. Ihr könnt natürlich bei Fridays for Future vorbeischauen, die freuen sich total über Wissen und vielleicht könnt ihr dem ein bisschen helfen, auch bei Themen, in denen ihr euch gut auskennt. Wie kann man sich sicher im Netz bewegen, wie kann man gut kommunizieren, was für Kanäle gibt es. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch euren Freunden erzählen und da euer Wissen teilen, das hilft total. Genau, ihr habt da wirklich viel Chancen. Ihr könnt selber aktiv werden bei Open-Source-Projekten. Ihr könnt natürlich auch mit diesen Forderungen und diesen Ideen an eure Schule gehen. Vielleicht schafft ihr es, dass selbst eure Schule diese Forderungen unterzeichnet. Das wäre ein total cooles, Zeichen. Apropos Schule, ihr könnt natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit und Informatik auch mal im Informatikunterricht ansprechen. Das ist eigentlich total spannend. Chaos macht Schule bietet da auch gute unterstützende Angebote. Also wenn ihr selber euch vielleicht noch nicht fit genug fühlt, da reinzugehen, könnt ihr auch dort mal anfragen. Die kommen gerne an Schulen und machen Workshops und peppen den Unterricht ein bisschen auf. Und dann könnt ihr euch natürlich auch in einer oder mehreren Umweltschutzorganisationen betätigen. Die freuen sich auch total über Menschen, die Ahnung von Technik haben und brauchen die auch. Und jetzt so zum Abschluss, wenn euch das noch nicht genug war und ihr noch mehr wissen und lernen wollt, habe ich hier ein paar Tipps, ein paar coole Quellen, spannende Bücher und genau, viel Spaß noch beim Hacken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.